Schau Phineas und Ferb im Disney Channel. Hi, Mom. Hi, Jungs. Und was habt ihr heute vor? Wir testen unsere neue Erfindung. Sie heißt Marienkäfer 2000 hin und her schaukeln. Willst du auch mal? Nein, mein Kleiner. Ich muss ins Gartencenter. Irgendwas frisst meine Hortensien auf. Hey, Isabella. Gut, dass wir ein Airbag eingebaut haben. Und? Was machst du gerade? Ich und die Pfadfinder-Mädels sammeln Geld, um den Sternmull zu retten. Und wie läuft's so? Leider nicht so gut. Erst haben wir Kekse gebacken, dann haben wir es mit Katzensitting versucht. Wir hatten sogar einen Limo-Stand. Hat aber alles nicht geklappt. Wir müssen Geld auftreiben, aber wie? Ich hab's. Wir konstruieren eine Gondel, die vom höchsten Gebäude in Danville direkt in unseren Garten fährt und dann... Oder wir waschen Autos. Na, das ist auch gut. Wir werden die schaumigste Autowaschanlage auf der ganzen Welt bauen. Schaumig. Das war jetzt nicht so cool, oder? Nein, könnte cooler sein. Ja, ich weiß. Hey, wo ist denn Perry? Was für eine tolle Landung, Agent P. 8,5, Carl. Wieso das? Bei der Landung sind seine Füße ein klein bisschen auseinander gewesen. Carl! Irgendwas riecht hier angebrannt. Meine Spaghetti! Wie auch immer. Wir haben ernsthafte Bedenken. Wir haben extreme seismische Aktivitäten in der Gegend gemessen. Und wir sind sicher, dass unser Freund Doofenschmirz etwas damit zu tun hat. Verzeihung, Sir. Ich habe meine Abschlussarbeit über Erdbeben und seismische Aktivitäten fertig. Sie können sie auf meiner Website runterladen. Oh, Carl. Die Spaghetti. Oh, stimmt ja. Deine Lieferung, Junge. Reibrollen, Spülapparat, Schnelltrockner, Turboblasdüse, Unterdrucksauger und ein Teilchenbeschleuniger. Sie wollen sicher wissen, ob ich nicht noch ein wenig jung dafür bin, oder? Nein, versuch nur kein Loch durch den Erdkern zu sprengen, sonst haben wir beide ein Problem. Alles klar. Stacy, ich habe Jeremy vor 12 Minuten eine SMS geschickt und er hat immer noch nicht geantwortet. Glaubst du, ich mache zu viel Wind wegen der Sache? Auf keinen Fall. Was soll ich bloß tun, Stacy? Versuch doch mal, dich rar zu machen. Ich soll mich rar machen? Jeremy denkt, dass du mit ihm jederzeit überall hingehst, wenn er dich fragt. Sei kein Schoßhündchen, Candace. Sag einfach mal nein. Oh, Stacy, es ist Jeremy. Hallo? Hey, Candace. Ich fahre mit Moms Auto zu dieser neuen Waschanlage. Hast du Lust mitzufahren? Ein Auto? Das ist so erwachsen. Ich meine, warte! Stacy, Jeremy will mit mir herumfahren. In einem Auto! Wow, ist das erwachsen, aber du musst stark bleiben. Denk dran, mach dich rar. Richtig, rar machen. Ich ruf dich an. Wegen dieser Sache mit dem Auto. Lieben gern. Ich meine, warte! Ich guck mal im Kalender. Du hast Glück, ich kann dich dazwischen schieben. Großartig, ich hol dich dann ab. Oh, Jeremy. Stacy, ich mach mich ja sowas von rar gerade. Wirklich, das ist total... Was zum... Ich muss auflegen, Stacy. Okay, Ferb. Lass uns die Turbo-Mega-Superdüse testen. Könnt ihr mir bitte mal sagen, was... Funktioniert. Doofenschmerz-Wiesern ist unser Motto. Es sieht so aus, als wäre das Anti-Schnabeltier-Sicherheitssystem reine Geldverschwendung gewesen. Das gebe ich zurück, aber hallo! Es geht doch nichts über die alten klassischen Fallen. Weißt du, ich bin sehr glücklich, dass du bei mir rumhängst. Wie auch immer, du bist gerade rechtzeitig gekommen, um Zeuge der Enthüllung meiner neuesten Erfindung zu werden. Hiermit präsentiere ich den Berg aus einem Maulwurfshügelinator. Mein ganzes Leben hat man mir gesagt, mach keinen Berg aus einem Maulwurfshügel, mach keinen Berg aus einem Maulwurfshügel, mach keinen Berg aus einem Maulwurfshügel. Und nun werde ich genau das tun. Diese Maschine wird Elektrizität in kleine komprimierte Stickstoffkugeln injizieren. Die Kugeln werden dann auf die Erde fallen und all die kleinen Maulwurfshügel werden größer und größer, bis sie zu unglaublich riesigen Berg... Das ist sehr kompliziert, das habe ich von der Homepage irgendeines Jungen... Und weißt du, was ich noch gefunden habe? Diese Bilder von Kätzchen und sie haben diese... Oh, und guck mal da, ein unsichtbarer Cheeseburger. Gefällt dir nicht? Ja, das ist wohl nicht jedermanns Geschmack. Also, ich nehme eine Kugel, elektrifiziere sie und werf sie auf den Boden. Tada! Berge aus Maulwurfshügeln! Ich weiß, das hört sich alles ein bisschen verrückt an, aber das ist mir egal. Ich will der Welt etwas beweisen. Ich kann tun, was ich will. Ich will ehrlich zu dir sein. Ich fühle mich lächerlich. Macht nichts. Für den coolen Look hast du ja mich dabei. Okay, Ferb, dann lass uns mal Gas geben. Oh, die sind ja sowas von fällig. Alles klar, ihr Wasserratten, was läuft hier? Ich hab keine Zeit. Ich hab nämlich gleich ein Date mit...
Schäum, schäum, schäum den Wagen gut ein. Die Waschstraße gibt deinem Lack neuen Schein. Schrubb, schrubb, ganz schnell weg mit dem Dreck. Fahr einfach rein, jeder Fleck ist gleich weg. Sieht dein Wagen matt und schmutzig aus, polieren wir ihn auf Hochglanz auf. Du weißt, dir geht's besser, du bist gut drauf. Im fantastisch fabulösen Carwash ist die weiße Karre grau, ist sie voller Schmutz und Staub. Dann waschen wir sie mit Know-how. Felgen, Lack und Unterbau. Spül, spül, wir spülen alles gut ab. Dann ist er wie neu, der alte Pickup-Truck. Saug, saug, wir saugen Leder und Stoff. Fahr einfach rein, du wirst sehr glücklich sein. Unser Service ist der beste. Jeder kommt sofort an. Falls du uns suchst, wir sind gleich nebenan. Als Dank gibt's den Baum an jedem Rückspiegel dran. Lasst mich hier raus! Wartet nur, bis ich euch beide in die Finger kriege, dann... Jeremy? Oh, hi, Jeremy. Bist du schon da? Naja, es ist nicht ganz einfach hinzukommen. Die ganze Stadt spielt wegen dieser coolen Waschanlage verrückt. Vielleicht sollten wir es verschieben. Warte, nein. Ich habe jemanden auf der anderen Leitung. Stacy, hast du die ganze Zeit gewartet? Wie läuft das, sich rar machen? Wie es läuft? Jeremy hat überhaupt keine Chance. Tja, und jetzt macht er sich rar. Wow, unsere Waschanlage geht ja voll ab. Wenn das so weitergeht, retten wir den Sternmull in 0,0. Phineas, ich würde dich ja lieben gern verpetzen, aber wenn du das Laufband nicht beschleunigst, verpasse ich mein Date mit Jeremy. Überhaupt kein Thema, Schwesterchen. Hier, Wasserratte an Seifenlauger. Leg mal zahm zu. Nein, warte, nicht so schnell. Langsamer. Wow, starker Auftritt, Candace. Jeremy! Da bist du ja. Oh, ich sehe bestimmt furchtbar aus. Nein, du siehst toll aus. Steig ein. Nette Frisur. Heißwachs und eine Glanzspülung. Klasse, ich find's cool, dass du dabei bist. Es gibt nichts, was ich lieber tun würde. So, jetzt lege ich das Energiedings da hier rein und... Na toll. Die sind aber schnell leer. Ich glaube, ich brauche eine neue Batterie. Nein. Nee. Auch keine? Nein. Ah, nee. Nein. Nix. Nein. Na, endlich. Na, verflixt. Verzeiht, dass ich die Beherrschung verloren habe, Perry, das Schnabeltier. Aber jetzt ist sie bestimmt voll mit schleimiger Kühlflüssigkeit. Oh, da ist ja meine Zahnspange. Das ist ja so romantisch. Fast wie eine Spazierfahrt durch unseren eigenen Tunnel des Schreckens. Werft! Werft! Ah! Keine Angst, ich beschütze dich. Ausgezeichnet. Es geht los. Die Energiekugel wächst. Und jetzt brauche ich den Schuhinator. Nun, im Nachhinein betrachtet, hätte ich das vielleicht besser im Keller machen sollen. Wow, das Ding hat also Moms Hortensien verspeist. Jetzt sind sie wieder sicher. Es funktioniert, es funktioniert. Und auch noch so viel besser, als ich dachte. Mein ganzes Leben lang habe ich auf diesen Moment gewartet. Ich kann tun, was ich will. Jetzt seht ihr's. Ich habe recht. Das könnte wehtun. System überlastet. Explosion steht bevor. Wer trägt überhaupt so große Schuhe? Ja! Verflucht seist du, Perry, das Schnabeltier! Was ist denn das für ein braunes, hässliches Ding da oben? Also, ich muss doch sehr bitten. Ich meinte das braune, hässliche Ding! Keine Ahnung, was das war, aber ich will noch mal! Stacy? Candace, was machst du denn da? Ich hab doch gesagt, du sollst dich rar machen. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh, sieh mal, eine Pinke. Deshalb soll man keinen Berg aus einem Maulwurfshügel machen. Verflucht seist du, Riesensternmull. Das war's wohl mit unserer Wahnsinns-Autowaschanlage. Oh, da bist du ja, Perry. Oh nein, wie
wie sollen wir denn jetzt den süßen kleinen Sternmull retten? Ich denke, er kann auf sich selbst aufpassen.